Hallo zusammen, heute habe ich zwei Spielformen mitgebracht, die das Vertikalspiel unterstützen sollen, die den Vertikalpass herausfordern sollen. Vertikalpass, auch Pass nach vorne, Ball in die Tiefe, Ball in die Spitze. Die erste Möglichkeit ist ein Spiel 3 gegen 3 mit Passtoren auf beiden Seiten. Rot spielt von links nach rechts, hat zum einen dieses Passtor und zum einen dieses Minitor. Und damit versuche ich, Bälle durch das Passtor zu provozieren. Das heißt, die Spieler müssen entweder den Laufweg annehmen oder sich schon hinter dem Passtor positionieren, damit sie den Ball zugespielt bekommen können durch dieses Passtor und die drei damit einen Punkt sammeln können. Der Ball kann dann, nachdem er in diesem Passtor war, auch weitergespielt werden und die Mannschaft kann nochmals ein Tor erzielen. Hier Möglichkeit 2, um den Vertikalpass zu fordern. Wir spielen 3 gegen 3. Es befindet sich ein roter Stürmer im Angriffsdrittel der Roten, ein gelber Stürmer im Angriffsdrittel der Gelben. Im Mitteldrittel und Angriffsdrittel haben wir somit eine Überzahlsituation, 3 Rote gegen 2 Gelbe. Ziel dieses Spiels ist es, den Stürmer anzuspielen und der Stürmer kann dann den Ball entweder annehmen, aufs Tor dribbeln und ein Tor erzielen. Wenn ich keine Ballkontakte vorgegeben habe für den Stürmer, oder aber der Ball kommt zum Stürmer, er kann ihn an- und mitnehmen und dann das Tor erzielen, wenn ich zum Beispiel zwei Ballkontakte vorgegeben habe. Dadurch fördere ich auch gleich beim Stürmer eine offene Stellung in Richtung der Tore, dass er mit dem ersten Kontakt den Ball mit zum Tor nehmen kann und mit dem zweiten Kontakt das Tor erzielen kann. Eine weitere Variante wäre, dass der Stürmer angespielt wird, dann aber er kein Tor erzielen darf und ich den Doppelpass sehen will, sodass der Mitspieler mitlaufen muss, dann bekommt er den Ball wieder und der Mitspieler kann nach einem Doppelpass das Tor erzielen. Ist auch noch eine Variante, wie man dieses Spiel spielen kann. Und die schwerste Variante bei diesem Spiel, ich denke, erst ab D-Jugend umsetzbar, ist das Spiel zum Dritten oder das Tor durch den Dritten. Das heißt, dieser Spieler hier nimmt den Ball, spielt ihn auf den Stürmer und der Stürmer spielt ihn zum Dritten und der Dritte darf erst das Tor erzielen. Das wären drei Variationen von diesem Spiel und alle drei Variationen fördern den Vertikalpass nach vorne auf den Stürmer. Ja, weil immer muss der Stürmer den Ball bekommen und der Stürmer muss sich vertikal auch anbieten, damit er den Ball bekommen kann. Entweder er macht selber ein Tor, es wird ein Tor nach einem Doppelpass erzielt oder es wird der dritte Spieler mit einbezogen. Ich hoffe, es war die eine oder eine andere Anregung wieder für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hier und bis zum nächsten Mal. Danke.